Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei F1 2020. Season 3 beginnt jetzt. Das Auto ist noch verhüllt. Habe noch nichts gemacht. Mache ich natürlich mit euch. 69 Millionen haben wir. Hat er automatisch umgeschaltet? Also, ich habe nichts gedrückt. Oder habe ich Start gedrückt? Nö. Aber ich kann mal Start drücken, weil ich habe letztes Mal noch was vergessen. Nicht Fahrhilfen, sondern Gameplay auf 75 die KI-Stufe. 50% Rennen haben wir ja schon eingestellt. Das habe ich nämlich direkt gemacht, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. So, Aktivitäten können wir schon mal einstellen. Wir haben. Wie viele Tage haben wir denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, hier müssen wir, kann man natürlich nicht alles machen. Das wäre dafür gut. 1 Million Geld kann nicht schaden. Hier, dann sind die anderen natürlich ein bisschen blöd. Das ist natürlich nicht so gut. Aber da gehen wir ins Trainingslager. Da können wir natürlich aber dieses andere da nicht mehr machen. Ja, natürlich belastend. Das andere kostet alles zu viel Tage. Man könnte höchstens eins von diesen noch beiden machen können. Aber ich will irgendwas nicht benachteiligen. Also machen wir nur das. Wir pushen unseren zweiten Fahrer quasi. So, da haben wir alle frische Sachen. Und das ist natürlich auch genau die Sache. Kann man. Wir können natürlich auch. Da habe ich noch nie dran gedacht, mal Hertha und sowas zu nehmen. Jetzt haben wir ja 50%. Da müssen wir echt drauf achten. Zurückgegeben und so. Sieht man hier auch so ein bisschen. Okay, Sponsoren haben wir jetzt ja viele. Das würde auch 2 Millionen bringen. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Können wir noch mit irgendwann noch ein bisschen höher machen? Tada, unseren neuen Rennanzug. Fahrerboni habe ich ja auch schon alles. Okay, 87 hat De Vries. Schade, dass diese Plus-Dinger nicht alle weg sind. Also, er hat eigentlich ja, was ist Rennspeed? Keine Ahnung. 87, der andere 96 und 91 Tempo und 55 Erfahrung. Da können wir aber noch mehr pushen. Na, nicht Anerkennung, sondern hier Tempowert, Rennkunst und Aufmerksamkeit ist das okay. 10 Millionen, das wären gleich 25 Millionen, aber so würden wir den volle Kanne pushen, ne? Komm, wir machen das einfach mal. Ist ein bisschen bekloppt vielleicht. Schon haben wir nur noch 44 Millionen. Das ist nicht so wichtig für mich, Anerkennung oder positiven Auswirkungen. Das kann man irgendwann noch machen, wenn man das Geld hat. Und die anderen Sachen haben wir alles Level 2. Könnte alles noch ein Level vertragen. Es gibt Herstellung. Beliebig viele, jetzt können wir immer zwei maximal. Ist erstmal auch nicht ganz so wichtig, das zu erhöhen. Bauzeit aller Verbesserungen ist schon wichtiger. Am wichtigsten ist einmal die Fehlschlagrate, ne? Ressourcenbogen können wir dann auch noch später machen. Also ich würde überall erstmal auf Qualitätskontrolle gehen. Das kostet 12 Millionen, 12 Millionen, 12 Millionen, 9 Millionen. 45 Millionen. Ah, da sind wir so knapp dran vorbei. Okay, machen wir erstmal das. Dann haben wir eben noch ein bisschen Geld. Keine Ahnung. So. Ja, habe ich genau richtig geschätzt. Aber ist egal. Wir kriegen noch Geld und wir müssen auch natürlich gucken, dass wir den Fahrer auch bezahlen. Wie viel kostet er? 6,02, also ungefähr 6 Millionen. Den behalten wir natürlich. Vielleicht können wir irgendwann trotzdem mal einen Star kaufen, aber eigentlich behalten wir den. So, hier können wir jetzt auch gucken. Wir sind hier die Besten und wir haben auch einige Punkte. Antrieb sind wir auf jeden Fall. Chassis auch. Aerodynamik auch. Strapazierfähigkeit aber nicht. Da können wir noch was verbessern. Warte mal, kommt da noch was? 12. September kommt noch Strapazierfähigkeit. Oh, beim Motor kommt noch jede Menge, okay. Zukünftige Saison, 13. September, 6. Juli, großes Update. 11. Oktober und zukünftige Saison, okay.
Ja, hier haben wir eigentlich relativ guten Vorsprung. Müssen wir vielleicht nicht unbedingt. Hier können wir was entwickeln. Warte, 14, 10. Okay. Vielleicht irgendwann mal alle haben, ne? Und hier haben wir leider noch die Fragezeichen. Einrichtungsstufe 3. Allgemein 3 oder? Ich weiß es nicht. Oder haben wir entwickelt gerade das Richtige? Keine Ahnung. MGUK und H, das kann nicht schaden, ne? Energiespeicher, das können wir natürlich noch nicht. Steuerelektronik und Steuerelektronik. 1300, 1300, 1800. Ja, die beiden machen wir dann mal. Wobei, ich vielleicht hätte warten sollen. Aber gut, 20%. Warte mal, der wird am. Hier ist am 23. März fertig. Oh, na egal, ich mach das jetzt einfach. Ich entwickle da zwar gerade was für, aber naja. Vielleicht sparen wir uns den Rest wegen Punkte und weil noch was kommt und so. Sollte ich lieber ein bisschen sparen. So, aber was wir natürlich jetzt noch machen wollen, ist natürlich die Anpassung. Autolackierung natürlich auch. Charaktere ist gut. Teamnamen, nee, Teamfarben. Und die Abzeichen. Hintergründe, Logos. Wir können mal ein bisschen gucken hier. Oh, das gibt aber viel, du. Wollen wir das P denn auch behalten? Sozusagen, das sieht so aus wie ein P, ne? Das kann man natürlich auch hier alles machen. Sieht natürlich alles nicht verkehrt aus. Aber P passt natürlich zum Team. Farben sehen eigentlich auch gut aus, müssten wir vielleicht umgekehrt haben. Das haben wir ja gerade drin. Ja, ist nicht so leicht. Oh, hier so ein Lüfter passt auch zu mir, so ein PC. So. Bin ja auch gerade. Bin ich auch mal ganz gerne. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Nein, ich bin noch nicht. Warte mal. Farbe ändern. Aber das ist nicht die Hintergründe will ich nicht unbedingt. Leider das Logo, aber muss ich ungefähr umgekehrt machen, wenn ich das hinkriege. Gelb und so ist auch nicht schlecht, aber egal, wir versuchen das erstmal umgekehrt. Ist ungefähr sowas, ne? Tier dann. Ich fand die Kombination eigentlich nicht schlecht. Jetzt ist ja egal, jetzt kann man das auch ein bisschen dunkler machen. Hauptsache das Grün. Dann nehmen wir auch das Grün. Ach, ich war. Ah, ich tue mich da ein bisschen mit schwer. Gelb? Nee. Oder doch ein bisschen lila? So wird dann wahrscheinlich der Pfeil von uns aussehen, ne? So vielleicht. Und dann. Ich nehme das lieber mal an, sonst bevor ich Scheiße baue, schiebt, wollte ich sagen. Hier kann dann aber ein anderes Blau vielleicht.
Vielleicht ist das Design auch noch nicht, doch nicht so gut. You love. Ah, ich weiß auch nicht. So ist hier. Na, das geht so einigermaßen. Ich bin nicht so ganz, aber egal, das lassen wir jetzt mal so. Autolackierung. Wir können auch Sponsoren. Ich bin kein großer Freund von Sponsoren hier. Aber Lackierung gibt es ganz viele. Hier sind noch einige gesperrt, die man immer noch freischaltet. Auch nicht schlecht. Hier möchte ich nicht, muss ich nicht unbedingt bearbeiten, wenn wir das Richtige finden, sag ich mal. Das sieht natürlich auch nicht verkehrt aus. Den finde ich auch nicht schlecht. Der ist aber ein bisschen sehr bunt. Oh, auch nette Farben auf jeden Fall. Gefällt mir fast noch besser dieses hier. Da kommt mir irgendwie bekannt vor. Und der kommt mir auch sehr bekannt vor. Meine Favoriten sind entweder der hier. Aber den kann man immer noch später fahren. Oder halt. Na, der hier wahrscheinlich. Muss ich noch was ändern? Könnte da noch eine andere Farbe rein, wenn weiß ich nicht welche. Nimm es so mal. Ich weiß auch nicht, was das Perfekte ist und so. Nehmen wir einfach mal. So, 50% Rennen, 75% KI-Stufe. Haben wir alles entwickelt, hier haben wir was gemacht und jetzt kommen wir gleich mal zur Autovorführung. Ich hatte Teamkollege auch. Wir sind jetzt in der Lage, neue Sponsoren für das Team zu gewinnen. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, welche wir kontaktieren sollen. Ja, kann ich wieder neue machen? Nee, aber hier habe ich jetzt wieder neue Dings. 1, 2, 3, 4, 5 Tage haben wir hier. Ja, dann nehmen wir hier nochmal das. Gut, dass ich nochmal hoher Konto stand, ja. Wir haben aber auch schon wieder gutes Geld, also irgendwas konnte ich doch noch entwickeln. Chassis habe ich, ne? Qualitätskontrolle, ja. Den hier nicht. So richtig? Ja. Dann wird das erstmal fertig. Also bald. Teamkollegen. Nein. Oh, bin ich blöd oder was? 92er Wertung. Rennen ist Rennkunst, ne? Also hat jetzt sozusagen 92 Auffassungs- oder. Der hat 100 oder was? Tempo 96. Also besser kann es, glaube ich, nicht sein. Ne? Also Erfahrung braucht er, hat aber immerhin 60. Guck mal auf den Fahrermarkt. Wenn er. Warte mal, was hat er? 92. Hamilton hat 95. Verstappen hat 93. Und dann kommt De Vries. Natürlich, seine Anerkennung muss natürlich noch ein bisschen höher werden. Aber krass. Hamilton 92 oder. Grundgehalt, Ablöse, puh.
So, das sieht natürlich alles wieder neu aus hier, keine Rivalitäten. Achso, Sponsoren hatte noch irgendwas gesagt. Aber ist auch gut, aber ich kann keine ersetzen jetzt erstmal, ne? Ne, gelten alle noch. Podestplatz, Pole Position, Rennen, vier, unter den besten 4 Pole Position. Viel besser geht's auch nicht. Kann man noch ein bisschen höher machen, aber ja. So, zur Autovorführung. So, das ist der neue Renner von den Profits, wo die Titelverteidigung anstehen soll. Und der Angriff auf die Konstrukteursmeisterschaft. Mercedes nimmt euch in Acht. Hier kommen die Profits. Mit dem Professor und Nick de Vries. Das passt. Okay, hier kommen gleich die ganzen Upgrades. Nice. Jetzt würde das erste Wochenende starten. 4 Millionen, aber man braucht immer dieses Geld nur, diese 6 Millionen alle halbe Jahre oder so. Also wie ich meinen Teamkollege halt bezahlen muss. So, Raikön hat ja aufgehört. Wir hatten uns da schon angeguckt mit den Fahrern, dass Latifi da gewechselt ist, ne? Glaube ich. Und sonst hat sich nichts Großartiges geändert, ne? Alfa Romeo ist immer noch Verstappen. Der ist immer noch Renault. Russell ist immer noch Williams. Der ist uns. Der ist bei Haas, ja. Der ist immer noch hier bei Alfa. Und Matsushita ist jetzt bei Williams. Okay, und hier sind noch alles Free Agents. Gab es nicht auch eine Frau? Nee, sah fast aus wie eine Frau, aber nee. Okay, gut. Ja, ihr kennt den ganzen Spaß, dann sehen wir uns wahrscheinlich mit dem Qualifying, weil das kennt man ja eigentlich. Oh, ich habe noch über 3000 Punkte und ich habe die Einrichtungen. Nee, wie lange dauert das noch? 23. März. Wenn ich jetzt was entwickeln. Oh, jetzt könnte ich auch diese hier entwickeln. Okay. Das müssen wir natürlich auch am besten erstmal machen. Wie viel haben wir da? 17 von. Das wäre, glaube ich, die erste Abteilung, die wir vielleicht. Und hier kommt am 12. September. Okay. Die beiden mache ich, aber Verbrennungsmotor ist auch sehr wichtig und Turbo. 10%. Nice. Natürlich schnell ist natürlich so. Das kann man auch noch verbessern, glaube ich. 1400, das können wir erstmal sparen. Warte mal, was gibt es denn noch hier? Herstellung, das sind mehr Upgrades. Und jetzt ist die Bauzeit besser. Allgemeine Bauzeit. Das müssen wir alle als nächstes überall machen, würde ich sagen. Und dann die anderen beiden, die sind eigentlich dann. Naja, egal ist nicht, aber ja, relativ. Gut, dann sehen wir uns zum Qualifying wieder. Saison 3, Runde 1 Australien. 50% Rennen, ganzes Qualifying kennen wir ja schon. Mal gucken, wo wir stehen. Also Auto ist gut, Teamkollege ist gut. Mal sehen, was da geht. Das werden wir dann erfahren in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.